Moin aus Berlin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal und ein Update. Hat es letzte Nacht von, nicht gegeben, die hatten wahrscheinlich auch Feiertag oder so. Aber ich bin, wie gesagt, mega gespannt, wann die Beta kommt. So, ich habe OBS und so weiter eben nochmal neu gestartet, die Ava Media neu gestartet, weil irgendwie kam der Game Sound ein bisschen verzerrt rüber. Ich hoffe, das ist nicht so jetzt und bevor wir losfahren, ich werde jetzt erstmal einen ordentlichen Schluck aus der Trucker-Tasse nehmen hier. Kaffee hätte ein bisschen kräftiger sein können, aber gut. Man kann nicht alles haben. So. Wir haben noch ein bisschen Weg vor uns. Und werden jetzt mal sehen, dass wir weiterkommen. Ich wollte gerade sagen, mich dünkt, als hätten wir eine Fracht, eine Frachtjacht, eine Yachtfracht hinten drauf, also ein Bötchen. So. Bin mal gespannt auf DHL. Am Donnerstag sollte ein Paket zugestellt werden. Dieses Paket verzögert sich. Voraussichtlicher Zustand denn heute. Seitdem hat sich das Tracking noch nicht mehr ansatzweise verändert. Wir haben mittlerweile 5 nach 11. Also ich rechne mal nicht damit, dass das heute noch kommt. Es ist unglaublich, ganz ehrlich. Ja, es liegt wahrscheinlich an Corona und das Virus muss in Quarantäne, das Paket muss in Quarantäne oder so ein Scheiß. Ja. Aufzeichnungstag 2. Mai, ne, soweit sind wir schon wieder, ne? Gestern Abend noch nett gechattet über Discord mit einer Twitcherin. Ja. Ich sag jetzt einfach mal Freund, Reiner war dabei. Na, wollen wir mal gucken. Ja, auch wenn es zu früh ist eigentlich. Ne? Däumchen wären Träumchen, Abo noch viel schöner. Schaut auf meinem Twitch-Kanal mal vorbei. Im Moment ist da wenig los. Das muss ich mal wieder ins Leben zurückrufen. Irgendwie so und ne? Darunter, denn die pegeln unheimlich hoch aus, muss ich jetzt mal sagen. Obwohl ich vielleicht noch mal ein bisschen weiter runterstellen. Das müssen wir mal gucken. Ja, genau. LS19. Die pegeln aber sehr, sehr hoch aus. Wartet mal einen ganz kleinen Moment bitte. Mal ein bisschen runter. Ach, halt die Schnauze. Das auch ein bisschen runter. So, jetzt kommen wir weiter. Muss mal gucken, so Drehlautstärke-Regler für Steam, für na, Menschenskinder. Für OBS wäre cool. Ob es da irgendwas gibt, so ein Lautstärke-Regler. Ja, genau. LS19, natürlich mein zweites Steckenpferd. Da spiele ich mittlerweile sogar mehr als ETS2. Was ist hier denn los? Und wenn ihr da Bock auf RP habt und auch selbst mal mitspielen wollt, einfach mal melden bei Chaos Farming. Link zu dem Video, YouTube-Kanal unten bei mir in der Videobeschreibung. Und Rainer oder Patrick melden. Damen sind natürlich herzlich willkommen. Bis jetzt sind wir eine reine Männerdomäne. Wird auf Dauer langweilig, weil außer Arbeiten und Bier saufen ist da nichts. Ne? Hey, Fenster richtig schön wieder runtergekurbelt. Ne? Ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer wir vor uns haben, aber egal. Na, der Texturfehler ist ja immer noch da.
Junge, Junge, Junge. Da ist er jetzt weg. Also es sind nicht alle Texturen, die fehlen. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das ein Mod oder ist das das Original? Aber ja. Aber gut, ich sag mal, solange es nicht gehäuft auftritt, ist ja alles in Ordnung. Da ist noch einer. Alter! Zweiter heute. Ist nur das gleiche Auto? Wenigstens sieht man ihn. Oh, hier müssen wir, glaube ich, ein bisschen. Ne, wir verbleiben hier tatsächlich. Ja, 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 ja. Sonst habe ich was vergessen, ey. Sonst kommt heute ein Paket von Amazon, eine Ladung Batterien. Damit werde ich dann nachher die Friedhofslampe neu ausrüsten. Kommen wir einmal gescheit rein, weil die billigen, naja. So, Mautstation. Wir wollen in einem Abwasch durch. Da ist ja wieder uns. Oh, zwei Feuerwehrautos. Könnte der Mod sein an der Stelle. Mal, du bist ja auch nicht mehr ganz Nussbauer. Nein, Joch, ne. Ich denke, ist halt so. Nein, ich habe natürlich noch nicht getrunken. Werde es heute auch nicht tun. Was ist sowas? Er kann, sie kann, Nissan, Transport. Könnt ihr mal eine Folge lang die Werbung auf den LKW lesen? Den LKW lesen. Die Lastkraftwagen. Also ich setze persönlich kein S dahinter, auch wenn es laut Duden richtig zu sein scheint. Man sagt ja auch LKWs. So, wenn ich das aber aufdrösel, dann habe ich Lastkraftwagens. Was? So wird kein Mensch. Lastkraftwagens, genauso wie bei PKWs. Personenkraftwagens. Das heißt ja, der Lastkraftwagen, die Lastkraftwagen. Kraftwagen. Demnach also auch. Tasse heben, Prösterchen, Freunde. Irgendwann, wenn ich frei habe und die darauffolgenden 5 Tage auch, werde ich mal Ströer Schwarz probieren. Ich habe das Zeug noch nie getrunken. Es muss teuflisch sein. Ich weiß auch nicht, ob da Zucker oder sowas mit reinkommt. Das ist auf jeden Fall bekannt auf dem Borkumer Großmarkt. Mal Kommentar loslassen, wer den Borkumer Großmarkt kennt. Aha, das war die Eis, okay. Und da trinken zum Viehmarkt. Dienstags morgens ist das. Ich glaube sogar größter Viehmarkt Europas. Nur zu groß kommt der mir gar nicht vor. Da trinken die Bauern dann Ströer Schwarten und das ist heißer schwarzer Kaffee und heißer Korn, jeweils 50% gemischt. Das heißt, wenn ihr da 0,2 Liter Kaffee habt, dann habt ihr 0,1 heißen Korn und 0,1 starken schwarzen Kaffee. Dann trinken die mal morgens um 9 Uhr.
Ja, sobald dann die 1.37 final ist und auch von der Truckers MP das kommt und die Pro-Mods entsprechend ist und überhaupt alles stimmt. Was ist das? Man hört hier neuerdings Geräusche, die sind eigenartig. Dann werden wir auch mal Multiplayer fahren. Dann werden wir uns auch mal bei drei Trucker-Babes dazwischen mischen. Ich glaube, der Rainer kommt mit, dann wird das, glaube ich, eine lustige Truppe. Gestern waren es drei. Aber ich glaube, ein männliches Wesen war dabei. Ja. Ja, dann wäre das fünf. Kann nur lustig werden und chaotisch. So. Ich überlege, ob ich mit Erscheinen der finalen Version von ETS 2, also mit der finalen 1.37, ob ich da nicht mal wieder so spaßeshalber ganz von vorne anfange. So mit geliehenen Aufträgen Stück für Stück hocharbeiten. Im Moment bin ich ja auf dem Level, und das, ich meine, das Beta-Profil wird so bleiben, um Gottes Willen. Aber im Moment bin ich ja so auf dem Level, dass ich mir alles kaufen kann, was ich will. Dass man da wirklich nochmal ganz klein anfängt. Und eine Story dahinter zu bauen, dürfte etwas schwierig werden. Ich wollte die Waschmaschine anstellen. Jetzt habe ich es wieder vergessen. So, komm, wir bremsen mal runter. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Es kommt der Herr der Herrlichkeit. Macht die Luke auf, Mann. Was? Unser Kunde erwartet die Lieferung sehr bald. Sobald ja eigentlich nicht mehr weg sein, oder? Wolltest du Ende fahren? Leuchtet schon was. Glaube ich. Vielleicht. Also es ist möglich, dass da was leuchtet. Machen wir das zu Ende. Bringen wir das ans Ziel und nächste Folge was Neues. Und mein Headset steht schon wieder auf Kriegsfuß mit den Kabeln. Ich werde echt mal probieren, ob ich meinen drahtlosen... Ja, es ist ein drahtloses Headset. Der wird sich natürlich Bluetooth-mäßig massiv einmischen. Drahtlosen Kopfhörer. Könnte ich tatsächlich mal das von Creative ausprobieren, was zur Soundkarte mit dazugehört. Müssen halt mal gucken. Wir fahren das zu Ende. Da hinten ist ja schon der Impuls. Ist ja schon der Empfänger. Ja, das machen wir noch. Haben wir eine etwas längere Folge. Dafür gab es ja auch mal die eine oder andere kürzere. Katze guckt aus dem Fenster. Ebenfalls noch schönes Wetter. Jetzt zieht es sich zu. Und ich besorge mir mal... Ja, ich muss gucken. USB-Mischpult mit zwei Ausgängen oder so. Also bei Headsets, wie gesagt, ich habe immer das Problem mit
Kabel. Und bei den normalen drahtlosen Headsets klingt der Sound immer so ein bisschen merkwürdig. Ich fürchte, ich habe mich falsch eingeordnet, weil da hinten nämlich jetzt irgendwie ein Kreisel ist. Aber... Nee, da ist eine Ampelkreuzung, alles klar. Alles gut. So schön blinken, wie sich das gehört, ne? Ist jetzt nicht euer Ernst. Okay, komm her. Ich glaube, sonst kommen wir hier nicht vernünftig rein. Das Ding passt doch im Leben da nicht durch, oder? Alter, ohne Anstoßen reingekommen. Wow. Aber nicht im einmal versuchen, diese blöde Lücke. So lassen wir es stehen. Okay, in diesem Sinne würde ich sagen, ich freue mich, wenn ihr morgen früh wieder mit dabei seid. Bis dahin, bleibt gesund und gehabt euch wohl. Macht's gut. Ciao, ciao.